Gummilein, wir haben erste Türchen zu öffnen. Heute ist der 1. Dezember. Komm. Kommst du runter? Wo ist die Kuschilein? Komm. So. Komm, Schatzi. Oh, ein müdes Kätzchen. Kommt schon. Wo ist die Nummer 1? Wo haben wir die Nummer 1, Schatzi? Hm? Die Nummer 1 ist hier. Boah, sind da viele Leckerlis drin. Guck mal. Das sind Katzen-Enten-Snacks. Oh, Kuschi, Kuschi hier. Also diese Nummer 1 war schon mal gut. Wo ist eigentlich die Kuschi? Ich hab keine Ahnung. Ist sie in deinem Zimmer? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie raus ist. Oder hast du sie rausgelassen? Ich habe sie nicht rausgelassen. Hi. Mal da. Da ist ja die Prinzessin. Komm, Türchen öffnen. Bring sie mal mit. Komm, Kuschi. Komm, Kuschi. Komm, Kuschi. Sonst macht der Wurmi alle Türchen alleine auf, Kuschilein. Sollen wir die Türchen ohne dich aufmachen? So ein hübsches. So ein hübsches. So ein hübsches Mädchen. Hm? Dann bringe ich dir welche. Wenn du nicht kommen willst. Zwingen wir sie nicht. Und der Wurmi hat bestimmt schon andere Türchen aufgemacht. Nein, der frisst noch. Sind die gut? Scheint dir zu schmecken. Da sind noch welche. So, dann haben wir noch einen Fressnapf-Kalender geschickt bekommen. Geschenkt bekommen von Fressnapf. Schauen wir mal, was da drin ist. Was ist das? Soft Rolled Moment. Okay. Das so gefriergetrocknete Snacks wahrscheinlich wieder. Huhn mit Käse. Ergänzungsfuttermittel für Katzen. Ja, das sind so Snacks. Die machen wir aber nicht auf, oder? Oder machen wir die auf? Ja, soll erst mal die hier essen. Ess doch mal die hier auf. Hier. Ja. Friss. Bring die mal der Kuschi, vielleicht will sie die fressen. So, dann haben wir das, das, das. Die zwei haben wir geöffnet. Dann müssen wir jetzt noch deine Vitakraft öffnen. Da sind auch noch. Nicht da drauf gehen. Du machst es wohl mir nicht da drauf gehen, Schatzi. Du machst den doch kaputt. Hm? Wumi. Hat sie gefressen? Ja, bei Kuschi dauert alles etwas länger. Der lässt sich auch einiges von dir gefallen, ne? So. Dann haben wir hier noch. Von Vitakraft, genau. Und wo ist da die Nummer 1? Wo ist die Nummer 1? Ich habe vorhin gesehen. Hier ist die 2, hier ist die 1. Hm. Lass den Adventskalender in Ruhe. Da haben wir auch. Oh, das ist was für Wunsch. Der hat die 16 schon aufgemacht. Hat er aufgemacht, alleine? Was für ein Fetzer. Hat er sich draufgesetzt? Ja, guck mal, hier auch. Wurmi, Wurmi, Wurmi. Mit deinem dicken Hintern. Soll ich die andere eins auch aufmachen? Ich hab, ja, die kannst du auch aufmachen. Da ist ein Schlecki drin. Das ist was für Kuschi-Schleckis. Und für Wurmi auch? Der mag sie ja auch. Der trinkt, der schleppt die ja immer von dem normalen Nassfutter.
Hier war noch seine Nase. Hier? Ich glaube, der hat genug von diesen anderen Dingern gegessen. Ich glaube, er hat nicht so viel Hunger. Dann mache ich das bei denen Napf rein. Guck mal, der will sich im Adventskalender die ganze Zeit. Ja, der will sich da drauflegen auf den Adventskalender. Richtig Petzer. Aber die Adventskalender können wir eigentlich auch noch aufhängen. Wo willst du die dann auch noch aufhängen? Dann habe ich so viele Sachen da. Nein. Doch. Nein, dann muss ich ja wieder Löcher machen. Ich mach das. Nein. Oh nein! Was wollte ich denn hier? Hm? Magst du das nicht? Raus. War die eins nicht so interessant? Oder möchtest du raus? Möchtest du echt raus, Mumilein? Ich glaube nicht. Der war heute draußen 2 Stunden und ist direkt wieder nach Hause gekommen. Ja, ich will raus. Soll Elias dich rauslassen? Boah, hier drin ist echt kalt. Ja, dafür ist in der Wohnung heute so kalt. Und dann, ciao. Der kommt bestimmt bald wieder. Burmi, komm, es ist kalt. Brrr. Komm rein. Der ganze Schnee ist weg. Nur noch ein bisschen. Und ich muss den Olivenbaum unbedingt noch einpacken. Ich hab da so ein Zeug. Es wird kalt in der Wohnung. Ja. So, dann bringe ich mal der Kuschi. Das Wasser gestern meine Kälte kommt von unter dem. Der kommt von oben von Kälte. Gucken wir mal, was die Kuschi macht. Oh, Kuschi, möchtest du keine Leckerlis aus dem Adventskalender? Hier. Die sind fein, Schatzi. Hm? Nimm. Ich glaube, die Katzen haben einfach keinen Hunger. Vielleicht später, hm? Ja, vielleicht später? Okay. Ich hatte irgendwo. Hier habe ich noch rosa Tannenbäume. Willst du die für dein Zimmer haben? Ich habe noch einen. Cool. Ich habe sogar 3. Hier ist noch einer. Oh nein, der ist ein bisschen kaputt. Stell die doch im Schlafzimmer. Und hier ist noch einer. 3 Stück. Still die 2 kleinen an den Schminktisch. Ja, die könnte ich eigentlich wirklich ins Schlafzimmer stellen. Die passen da farblich mehr zu. Oder da oben zu dem rosa Stuhl oben, wo der Drucker steht. Mhm. Aber den Drucker kann man auch mal abbauen. Aber alle? Alle 3. Den Drucker will ich hier nicht haben. Ich mag das nicht, wenn der hier so steht. Mal rein damit. Kabel hin und zu. Sehr schön. Perfekt. So, und dann wollte ich meinen Olivenbaum schützen, damit er mir nicht wieder kaputt geht. Oder Olivenbusch, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Guck mal, wie süß das aussieht. Das ist ein Winterschutz für den Baum draußen. Hast du Schuhe an? Nee, ne? Nee. Der muss da drüber gestülpt werden. Wo sind denn meine Schuhe? Olivenbaum? Ja. Sonst habe ich nächstes Jahr wieder das Problem. Und er geht mir kaputt. So
Das ist nicht so schön. Guck mal vorne, kannst du noch ein bisschen mehr machen? Genau. Sieht auch süß aus. Perfekt. Dann komm wieder rein. Boah. So, den Tag hast du gesehen, dass ich den Weihnachtsbaumkugel gekauft habe? Ja. Jetzt sieht er schon etwas besser aus als vorher. Jetzt ist wieder frei, komplett. Ja, die Couch wurde endlich abgeholt. Jetzt haben wir wieder komplett frei. Ja, jetzt kann ich doch endlich mal ein bisschen sauber machen. Boah! Aber es ist halt oben, aber ab nächstes Jahr kommt er weg, da hole ich einen neuen. Mhm. Der ist halt etwas schief. Ja, aber nächstes Jahr, dann ist das nicht so schlimm. Egal. Das sieht ein bisschen Dings aus. Und ich fand die Kugeln hier, hast du die gesehen? Das sind so besondere, die sind schön. Und die hier auch. Die hier finde ich ganz schön. Du hast voll viele Kugeln gekauft. Ja, ich habe ja da noch welche. Da hast du welche. Du hast in der Schlafzimmer hast du noch welche stehen. Und du hast hier oben die Kugeln. Ja, ich habe als Deko habe ich die dann verteilt. Einmal hier. Und dann habe ich noch so eine Glasvase gemacht. Und habe dann den Rest hier reingetan. Ja. Sieht doch wunderschön aus.